Hallo zusammen, willkommen zu einem kleinen Review, beziehungsweise besser gesagt einen Testflug der Edgeley EA7 Optica. Einem, ja, wie ihr schon sehen könnt wahrscheinlich, etwas besonderen Flugzeug, denn es ist so gebaut, dass ihr aus dem Cockpit eine optimale Sicht habt und zeichnet sich durch besonders gute Langsamflugeigenschaften aus. Heißt also, es ist ein Beobachtungsflugzeug, um, ja, was man so aus dem Flugzeug beobachten möchte, zu beobachten. Die Maschine selbst hat einen Piloten, zwei Passagiere, ist insgesamt knapp 8 Meter lang, 12 Meter Spannweite. Die Reisegeschwindigkeit liegt nach offiziellen Angaben bei 70 Knoten, Höchstgeschwindigkeit sind 140 und die maximale Höhe sind 14.000 Fuß mit 565 nautischen Meilen Reichweite. So, dann schauen wir uns doch mal die Optica von außen an. Ja, auffälligstes Merkmal natürlich, dass das Cockpit, dieses eiförmige Gebilde, was für eben für besonders gute Rundumsicht dienen soll. Und besonders hübsches Detail finde ich hier unseren Co-Piloten, der hier noch, ja, im Cockpit vorhanden ist, auf uns wartet. Auch interessant, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist ein Zweisitz, aber nein, wir haben tatsächlich drei Sitze. Also auf der Co-Pilotenseite befinden sich zwei Sitze. Wir haben nur ein Instrumentenpanel in der Mitte. Das heißt, der Co-Pilot selbst hat auch nichts, was seine Sicht noch weiter behindert. Auch interessant finde ich hier das Design. Es ist eine propellergetriebene Maschine, die hier in diesem, ja, turbinenartigen Gehäuse direkt hinterm Cockpit ist. Die Flügel sind, boah, relativ lang, viel Auftrieb und vor allen Dingen gerade. Und dann haben wir hier so ein Doppelrumpf-Design, was sich eben hier mit dieser Turbine besonders schön ergänzt. Das heißt, der Luftstrom, der hier rauskommt, geht dann über den Rumpf und dann hier über die Ruder. Von Detailgrad her, die Texturen sind jetzt nicht die allerbesten Details. Boah. Ich meine, wenn ich mir hier solche Dinge sowas angucke, es ist in Ordnung. Man muss mal sagen, es ist kostenlos, es ist für jeden frei verfügbar und dafür sieht es doch ganz in Ordnung aus. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, wären vielleicht noch ein, zwei, drei alternative Liveries. Wenn man hier schon so kreativ ist und einen Hund einbaut, hätte man da ja eventuell auch noch was tun können, aber ach ja, was soll's. So, jetzt sind wir im Cockpit. Und auch hier ist unser Co-Pilot wunderbar animiert vorhanden. Man sitzt hier, also ich habe das Gefühl, ich fahre hier gleich raus aus dem Cockpit. Also nach links hat man auf jeden Fall eine wunderbar riesengroße Aussicht. Das sehen wir bestimmt auch gleich in der Luft. Man kann also gut aus dem Fenster heraus beobachten. Ansonsten das Cockpit selbst. Ich bin gespannt, wie funktional das Ganze gleich ist. Wir haben ein Throttle, das funktioniert. Wir haben ein Mixture. Wir haben Trim. Wir haben Klappen, die anscheinend nicht elektrisch sind. Was haben wir hier noch Schönes? Treibstofftank. Treibstofftanks, so wie es aussieht. Ja, ein Kompass, einen künstlichen Horizont, also das Sixpack. Wie man so schön sagt, wir haben eine Fuel-Pump, Pitot-Heat, einige Lichter. Ich vermute mal die Batterie, Alternator-Batterie. Ja, kommt hier langsam alles, erwacht hier alles zum Leben. Die Lichter gucken wir uns nochmal im Detail an, wenn wir, ja, ich schalte nachher mal die Tag-Nacht-Zeit auf Nacht, dann gucken wir uns da nochmal die Details an. Ansonsten würde ich sagen, ja, ein GPS haben wir, das hier müsste unser Squawk sein, unser Transponder, ich weiß nur gerade nicht, wie ich ihn anschalte, da. Super, das geht auch. Ja, und ansonsten, vermute mal hier Zündschlüssel drehen. Das hat noch nicht ganz geklappt.
Hola. Es ist recht laut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch als laut wahrnehmt. Boah, es ist wohl jetzt schon ordentlich. Propeller ist hier auch. Na, zumindest kommt hier Hitze raus. Bin mir nicht sicher, ob ein Propeller drin ist, der tatsächlich animiert ist. Aber ich würde sagen, machen wir uns mal einfach auf den Weg zur Startbahn. Wir sind heute hier übrigens auf Bora Bora, also irgendwo mitten im Pazifischen Ozean. Und falls ich euch anschreie, liegt es daran, der Sound ist wirklich sehr laut. Kann man ein bisschen Kopfhörer hier runterregeln. Genau, und ich dachte mir, wenn wir schon ein Flugzeug haben, was darauf ausgelegt ist, möglichst schöne Beobachtung zu ermöglichen, dann wollten wir doch auch was haben zum Beobachten. Und dann können wir hier uns, dachte ich mal, ein bisschen die Landschaft zu Gemüte führen. Ich habe ein bisschen Performance-Probleme hier im Flugzeug, besonders wenn ich nach hinten schaue. Ich bin mir nicht sicher, warum. So, da ist die Bahn. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welche Richtung auch hier die präferierte Startrichtung ist. Ich glaube, nach links ist kürzer. Ich weiß nicht, wie viel Strecke wir brauchen. Das Flugzeug hat ja besonders gute langsame Flugeigenschaften, damit man eben in Ruhe beobachten kann. Also mit um die 60 Knoten kann man da schon fliegen. 60, 65. Bin mir nur nicht sicher, wie viel Leistung wir haben und wie viel Startbahn wir entsprechend benötigen. Übrigens, ein bisschen gemein hier der Geschwindigkeitsanzeige. Die äußeren Zahlen sind die Miles per Hour, die inneren die Knoten. Also schön immer auf die richtige Zahl achten. Aber ich meine, so das Wichtigste zum Fliegen haben wir an Bordelektronik. Wir haben ein Funkgerät, wir haben einen Transponder. Was will man mehr? Oh, da ist die Auslaufzone. Am Boden fühlt sich das Ding auch ganz gut an. Bis jetzt noch keine Probleme großartig. Oder irgendwas Besonderes, was wir beachten müssten. Der Wenderadius nicht dran stören, dass er relativ groß ist. Ich habe meine Pedale nicht auf 100% Empfindlichkeit, weil ich sonst in den ein oder anderen Flieger Probleme bekomme. Und ja, entschuldigt die Performance-Probleme. Das habe ich in anderen Fliegern normalerweise nicht so stark. So, und auf geht's. Vollschub. Und ich kann euch sagen, das Ding hat ordentlich Leistung, weil es zieht höllisch nach links rüber. Und ich tue mich hier echt schwer, das Ding auf der Piste zu halten. Aber da können wir auch direkt abheben und fröhlich vor uns hinsteigen. So, und es klettert auch ordentlich. Also wir steigen jetzt hier mit 1300 Fuß die Minute auf locker 80 Knoten. Aber da stand ich noch im Ruder. Und vor allen Dingen, sobald wir hier in den waagerechten Flug übergehen, achtet mal auf die Geschwindigkeitsanzeige. Also ich habe
bin auf Vollschub, habe aber sonst jetzt nichts Besonderes eingestellt oder so. Und ich versuche mal die Höhe zu halten. Also sobald man Level fliegt, geht die Geschwindigkeit schlagartig nach oben. Und man kommt sehr schnell an den Bereich des Overspeeds. Ja, 140 Knoten haben wir schon, 150 gleich. Und das ist jetzt, liegt auch nicht daran, dass wir hier irgendwie 30 Knoten Gegenwind oder sowas haben. Also man sieht, Geschwindigkeit haben wir. Was es auch gibt zu sagen, ist, dass tatsächlich das, was das Flugzeug machen soll, nämlich das aus dem Fenster gucken, also das ist wirklich wunderbar. Ich kann hier wirklich rausschauen und genau das machen, was es tun soll, nämlich beobachten. Das Höhenruder ist extrem empfindlich, finde ich. Also sobald man da leicht dran zieht, schnellt die Nase nach oben. Und auch sonst, das Querruder ist in Ordnung. Sorry, das Seitenruder. Eine Rolle kann man ohne weiteres fliegen. Und auch im Überkopfflug kein Problem soweit. Alles normal. Und auch unser Co-Pilot findet das anscheinend absolut super. Ja, auch enge Kurven kann man ohne weiteres ziehen. Also das Ding ist sehr agil, würde ich sagen. Wenn ich mal den Schub wegnehme, ist als Beobachtungsflugzeug zeichnet es sich eben besonders aus, dass es gerade im langsamen Flug angeblich noch sehr gute Flugeigenschaften hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Simulator liegt oder ob das nur ein Werbeversprechen war. Denn ich muss sagen, ja, also wir sind jetzt hier bei 65 Knoten. Ohne Klappen kommen wir da in den Stall, also in den Strömungsabriss. Und ja, hervorragende Flugeigenschaften. Also wir bei der Geschwindigkeit haben wir schon relativ schnell einen Strömungsabriss, sagen wir es mal so. Von daher, es ist in Ordnung. Man kann sich immer relativ schnell erholen, dadurch, dass man doch sehr viel Auftrieb hat. Aber ja. Also der Werbetext Beobachtungsflugzeug 65 Knoten in Ruhe durch die Gegend schauen, naja, geht so, würde ich sagen. Dann noch eine Kleinigkeit, die mir beim Testfliegen aufgefallen ist. Ich bin davon ausgegangen, es gibt hier diesen hübschen Schalter Fuel Pump. Und ich bin ganz fest davon ausgegangen, dass das nur so eine, ja, so eine Boost Pump ist. Ja, wenn der Treibstoff einmal läuft, wenn der Motor einmal rennt, dann kann man das Ding in aller Ruhe ausschalten und sorgenfrei weiterfliegen. Oh. Oder auch nicht. Genau, das ist mir nämlich passiert und ja, ich habe erstmal eine ganze Weile versucht, den Motor wieder zu starten, bis ich drauf gekommen bin, dass das der einzige Schalter ist, der vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte. Also Fuel Pump an und die Zündung einfach nochmal. Und da läuft das Ganze wieder. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal nachts an, damit ihr auch mal die Beleuchtung bewundern könnt. Na,
Ich stelle es jetzt hier mal auf Mitternacht. Und ja, ich habe eine Taschenlampe. Wenn ich die ausschalte, sieht das Cockpit so aus. Hier oben habt ihr einen Schalter für die Cockpitbeleuchtung. Naja, ich sag mal so, es macht die Instrumente schon in gewissem Maße sichtbar. Aber wirklich, wirklich zufriedenstellend ist das ja noch nicht. Was die Außenbeleuchtung angeht. Wow, also wir haben ein Landing Light, wir haben unsere Navigation Lights. Ein Strobe Light konnte ich noch nicht ausmachen. Doch, haben wir auch hier an den Flügelspitzen. Ein Beacon Light fehlt uns aber. Von daher, ich würde sagen, Beleuchtung ist rudimentär vorhanden. Würde nicht empfehlen, großartig nachts mit dem Ding unterwegs zu sein. So. Dann landen wir die Kiste doch einfach mal. Fliegen mal hier noch eine hübsche Kurve. Klappen voll. Oha. Ah, doch. Aber gerade so noch aus dem Strömungsabriss rausgekommen. Und da sind wir am Boden. Übrigens hier unten gibt es noch eine Handbremse. Auch interessant, dass es Handbremse heißt und nicht Parkbremse, aber gut. Und... Oh, ich wollte gerade den Motor killen, aber... Auch ohne Fuel Pressure läuft der anscheinend. Zumindest einige Zeit lang. So. Da sind wir gelandet. Also, kurzes Fazit. Ich sag mal so, für 0 Euro ist es ganz nett. Wenn ihr ein Flugzeug haben wollt, wo man schön aus dem Fenster gucken kann, ja, das tut's. Realistisches Flugmodell? Nein. Wirklich schön modelliertes Cockpit oder Außenansicht? Nein. Aber dafür muss man sagen, wie gesagt, 0 Euro und jetzt... Das eigentliche Argument, warum, glaube ich, alle dieses Flugzeug so toll finden. Ihr habt einen echt sympathischen Co-Piloten dabei. Und in diesem Sinne, mit einem kräftigen Wow, verabschiede ich mich von... Kurzes Fazit. Ja, es kostet 0 Euro und so sieht es eben auch aus. Innen ist das Cockpit nicht wirklich schön. Außen ist das Modell nicht wirklich schön. Flugmodell ist sehr, sehr arcade-lastig. Aber gut, damit ist es zumindest einfach zu fliegen, das kann ich sagen. Und ihr könnt
wunderbar aus dem Fenster schauen. Also, ich glaube, so ein großes Fenster mit so viel Blick hatte ich bisher noch nicht in dem Flieger. Kein Flügel, der euch stört, weder von oben noch von unten. Und das ist wirklich toll. Und genauso toll, wenigstens genauso toll, ist, glaube ich, das absolute Highlight dieses Flugzeugs, warum es auch relativ beliebt ist bei vielen. Wir haben einen echt sympathischen Co-Piloten. Genau, ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck vermitteln von der Optica. Den Link zum Download findet ihr in der Beschreibung des Videos und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder, wenn wir wieder im Flight Simulator DCS oder sonst wo unterwegs sind. Macht's gut, bis dann.